Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Minecraft Pocket Edition. Ja, das Engelchen ist wieder da. Gute Hi. Nachrichten. Und wir fangen da mal direkt an. Engelchen hat ja schon ein bisschen was geplant gehabt und das werden wir heute auch machen. Aber erstmal muss ich ins Lager die Schulkerboxen holen. Oben ins Haus. Ja gut, dann eben ins Haus. So, wir befinden uns wie immer in unserer Schlucht. Und dann gehe ich doch mal direkt nach oben hin. Ne, das ist Lagerebene. Einmal da wieder höher. So, wir wünschen euch alles einen schönen Hello und Alaaf, je nachdem, was ihr guckt, ob ihr Karneval mögt oder nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal eine Box, glaube ich, war es, ne? Beide. Beide. Wo sind die? Eine in der Einkiste, also beide in der Kiste. Achso, in den Kisten. Das Deine ist müsste die gelb sein, aber Mannschaft. steht doch Tango drauf. Wenn du die rausnimmst, da steht Tango drauf. Ah, so eine gelbe, ne? Dann packe ich mal hier in der Kiste alles Mögliche rein, was ich hier Ist doch nicht deine Kiste. brauche. Ja. Dementsprechend leere ich mal das Inventar, weil Engelchen ist wie gesagt schon mal vorgelaufen. Beziehungsweise vorgeschwebt oder wie auch immer, keine Ahnung. Vorgelaufen. Vorgelaufen, gut. Und dann werde ich mal schauen, was das Engelchen so Tolles da gesehen, geplant, gemacht hat. Geschehen geplant nicht, aber wir So. haben im letzten Mal gesagt, dass wir das machen. Genau. Dann halte ich mich da auch dran. So, das ist einmal die eine Box. Meine müsste pink oder so. Blau. Ja, genau. So, fahren wir mal raus hier. So, Tür zu. Abgeschlossen habe ich jetzt nicht. Schon, schon. Habe auch keinen Schlüssel dafür. Ich porte dich hin. Ja, warte, ich gehe erstmal nach oben hin. Brauchst du nicht. Doch, ich bin gerade so schnell auf der Leiter. Lass mich doch auch mal laufen dann. So, wenn du oben bist. Jo, mal die Tür zu. Ja, und schon bin ich Schmeiß mir mal eben bitte meine Schulterpistole. beim. Achso, nach der Engelchen. Ich habe die Koordinaten von zu Hause. Ja, dann ist das doch was ganz Ich kann eine Tolles. blaue und weiße. So, bei mir sieht sie blau aus und gelb. Da ist eine blaue. Jetzt ist Sehr sie schön. blau. Da steht auch Engelchen, ne? Jetzt ist sie weiß bei dir in der Hand Ja, ist gewesen. egal. So, Engelchen, was hast du hier Schönes gefunden? Ich wollte eigentlich ein Spatzeichen machen, aber bin ich auf die Idee gekommen mit den Menschen. Ach so, und das ist die Menschen. Ja, die Monster sind aber geradeaus, weil das würde jetzt nicht in dem Fall nicht gut sein. Machst du mal für einen Moment an. Ich würde gerne mal sehen, dass hier wimmelt von Monstern. Ich kann mal gleich mal kreativ machen. Ich auf jeden Fall Villager. Immer systematisch. Von unten fängt man an. Also ich fange meistenteils immer von unten an. Dann erklär uns mal für alle, die es nicht wissen, was so ein Menschen ist. Erklären? Ein Mensch ist im Endeffekt ein. Kommst du mit? Ja, ich komme. Ein im Schwarzeichenbiom gesetztes Haus. Haus, was ziemlich groß ist. Und was wohl Villager gefangen hat, weil ich höre immer wieder, das sind Villager meistens. Eigentlich sind sie aus. Aber man hört auf jeden Fall was die ganze Zeit. Hier ist nichts drin. Ganz vergessen. Müssen auch gucken. Ich habe nicht so ganz so viele Fackeln dabei. Dann sollten wir nicht lange fackeln. Hier unten ist nichts mehr. Auf der Seite zumindest. Okay. Also ich fange normalerweise bei der großen Mansion fange ich halt immer an. Das ist wie so ein großes Haus. Ich Ich denke mal, fange die unten an, Villager. rechts, links. Ich gucke mal, wo ich lang gegangen bin. Ich vermute, die Villager sind irgendwo unter den ganzen Stapeln Blöcken gefangen. Ja, nur eigentlich dürften, ja, wenn, dann könnten das nur normale Villager sein, weil Monster. Da ist einer. Oh. Hier. Moin. Schubst den doch nicht. Der mag wohl kein Licht. Eigentlich sind die ausgestellt. Was ist denn das für einer? Das ist ein. Na, hier ist eine Farm.
Bin jetzt hingelaufen. Also nicht in der Farm, hier, da bin ich. Ich komm zu dir rüber, warte. Lass uns systematisch machen. Keine Ahnung, wo der hingerannt ist, wir werden ihn schon finden. Mhm. Ist das so ein Bibliothekbesitzer oder was, der... Nee, die nennen sich... Wie nennen die sich? Dina? Ich glaube, Dina nennen die sich. Mhm. Bist du hinter mir, ne? Ja, ich steh hinter dir. Irgendwo habe ich jetzt einen Teppich geklaut, da. Den Teppich wollte ich nicht mitnehmen. Ich nehme alles mit. Wie gesagt, ich fange eigentlich immer... Ich guck, geh in jeden Raum eigentlich unten rein. Hier ist keiner. Geh halt Raum für Raum auch, ne? Mhm. Ui, Blumen. Aua. Oh, sorry, hast du direkt neben mir gestanden? Ja, zufällig. Blumen, Flower Power. Es gibt auch Räume, da sind drin. Unser Engelchen ist ein Blumenkind. Guck, hier ist auch noch was. Die Treppe nach oben. Baumschule. Das sind Schutzeichensetzlinge, aber die können nicht wachsen. Mhm. Beispielsweise wie hier. Hier ist zwar eine Truhe und hier sind Setzlinge drin. Die nehme ich mal mit. Ja, gut. Da ist er hingelaufen. Hm? Da. Warum hast du den Smaragd gedroppt? Ein Smaragd? Der kümmert sich den jetzt, nachdem du ihn abgemobst hast und die ganzen Sachen hier. Spätestens gleich, wenn wir im Kreativ sind und ich die Monster anmache, siehst du es gleich. Hm. Aber ich höre noch einmal nicht. Naja. Aber eigentlich dürften die nicht an sein, weil ich hab's ausgemacht. Bin ich mal gespannt, was hier. Da ist doch schon einer, oder? Warte mal, Kürbisse. Hier ist. Ist auch wieder so. Hab ich nicht zufällig auch irgendwo noch eine Fackel im Inventar? Nee, habe ich eben rausgetan, schade. Also hier irgendwie hier sind Kürbisse. Ja, aber Kürbisse haben wir. Ja, Kürbisfarm ist normalerweise auch nichts. Hier ist auch noch eine Tür, ne? Beispielsweise gibt's. Uah, jetzt. Also. Schreck mich nicht. Auch ich bin schreckhaft. Ich bin nicht eigentlich mal die. Beispielsweise die damit Kisten. Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass hier nur einer auftaucht. Aua. Sag mal, musst du mich immer hauen? Ich wollte dir gezeigt haben, wenn du auf die Kisten gehst, da ist nichts drin. Das heißt kein, in keiner Kiste. Das wollte ich dir erklärt haben, der war ein bisschen hier reingelaufen. Da musst du doch nicht mit dem Schwert erklären, Engelchen. Okay, soll das hier ein Knast sein oder irgendwas? Da musst du drüber. Und da ist was drin. Ui, geheim. Oh ja, Redstone. Ja, danke, Engelchen. Immer erst decken, bevor ich es einpacke. Ja, das habe ich auch gerade versucht. Schwarzpulver kann ich nehmen. Die Setzlinge kannst du gerne nehmen und das Fleisch. Das Brot bleibt hier. Pack ich nach oben, das kann hier bleiben. So, ich habe ein bisschen Saat und Redstone. Ein bisschen Kohle wäre gut gewesen. Es ist halt so, es gibt halt nicht in jedem. Da bist du schon wieder. Es gibt halt nicht in jedem Raum eine Warte, Kiste. Warte mal, hier auch oder was? Soll mich nicht wundern, wenn die hier irgendwo. Hier ist der. Hier ist noch eine Kiste. Warte, ich guck hier auch mal hier rum. Oh, ich hab was Schönes gefunden für dich. Mhm. Jetzt haben wir zwei. Ach, jetzt du bist im gleichen Raum wie ich, glaube ich. Nee, hier sind mehrere. Ich hab hier meine. Sind auch viele Kistenengelchen. Ja, einfach der Raum, wo die Kisten drin sind. Doppelkisten oder Doppel ist nichts drin. Also falsche Fährte nach dem Motto. Ja. Schlau gemacht. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier. Ach, da warst du. Mhm. Wollte mal irgendwie was nach. So, da vorne ist eine Kiste gerade, die habe ich aber schon gelootet. Hast du die? Gelootet. Sprich Deutsch mit mir. Gelehrt also. Klingt jetzt ein bisschen hart für alle mit sprich Deutsch mit mir, aber ich weiß nicht, was gelootet heißt. Kannst du zugreifen auf den Ender Chest? Ja, ja klar. Dann nimm dir bitte mal eine Diabrustplatte raus. Ei, feines Ding. Die kannst du dir wegpacken für dein Inventar. Könnte ich mir auch rein theoretisch. So. Ja, ich habe jetzt mal nicht. Und jetzt musst du einmal kurz zur Seite. Yeah. Ja. Wo ist meine Chip? Meine. Ja, du hast aufgesammelt, du musst mir. Da hast du sie. Deswegen niemals in der Nähe hinstellen, wenn ich meine. Ja, dann musst du das nächste Mal sagen, Achtung, ich baue ab, geh mal weg oder so. Ja, hab ne? Du gesagt, geh mal bitte zur Seite. War schon zu spät, Engelchen. Okay, hier wirst du nichts finden in dem Raum. Dann gibt es eine Menschen, gibt es beispielsweise. Auch noch ganz viel. Gibt es auch Räume, Können wir auch mit dir sprechen? Nee. Nee. Dann gibt es in der Menschen auch Fatzke. Räume, Bibliotheksräume. Da kannst du die kompletten Bücher looten. Abbauen, das Bücherregale. Da hast du ordentlich viel zu tun. Und wenn du das im normalen Modus machst, mit Monster,
Also wenn du da dann nicht stirbst, weiß ich auch nichts. Ich würde sagen, mach mal kurz die Monster an, damit wir mal wissen, wo was spawnt. Das würde mich jetzt nämlich mal interessieren. Du hast ja auch schon überall eine Fackel reingesetzt, also dürfte da nicht so viel passieren. Doch. Außer unten drunter sind, was weiß ich, 500 Spawner. Überall, wo so kurz. Ja, hier ist ja schon überall gesichert von dir. Nee, nicht überall. Oben? Es gibt drei, ich glaube drei Stockwerke insgesamt. Das Erdgeschoss, das erste und das zweite. So, jetzt gucke ich mal, dass ich irgendwo hier in der Wand... Ich würde sagen, hier mal eine Fackel hin. Hier sieht man ja die nichts mehr. Ah, ja. Mhm. Gehen wir wieder erstmal hier. Gucken wir in der Richtung. Bin schon da, Engelchen. Hm, warte mal. Ist hier oben auch über der Tür was? Nee. Nee, nicht immer. Also, was ich damit sagen wollte, beispielsweise, wenn du hast auch so kleine so Räume, wo, das sieht aus wie so eine Arena. Mhm. Das ist auch dann ganz interessant. Das ist wie so ein altes... Also es sind viele Kisten auch dabei, wo nichts drin ist. Ich guck mal hier hinten, aber hier hinten ist kein Raum mehr. Ne, hier hinten ist zu eng. Hier ist nicht so viel. Warte mal, hier ist... Hm? Ist hier irgendwie was? Ich komme in deine Richtung und warte. Hier ist ein Tisch mit Platzdeckchen und so eine Wohlfühlecke. Hi. Hi. Nee, man muss dazu sagen, es sind ein paar Räume dabei, wo wirklich dann Sachen hinter sind. Mhm. Es gibt aber auch genügend Räume, wo, sag ich mal, überhaupt nichts drin ist. Wo zwar Kisten drinstehen, in den Kisten, aber geh langsam. Wo aber wirklich. Ja, ich gehe die ganze Zeit langsam. Normales Tempo. Ich auch, aber irgendwie bist du schneller als ich. Ja, kann man mal sehen, ne? Na, hier ist auch so ein Schlafzimmer. Ja, aber hier wirst du keine Kiste finden. Hast hier drüben ja auch noch einen Raum. Ein Bett vielleicht. Nee. Versteckt. Also die haben vielleicht solche... Hier. Bibliothek. Ei. Du kannst die ganzen Bücher bauen, wenn du willst. Warte. Ich habe natürlich keine Axt dabei. Brauchst du eine? Das wäre gut. Ich habe noch eine zweite. Ich hatte gerade voraus schon zwei. Jo. Okay. Gecraftet. Also ich nehme das gewusst, dann hätte ich mir auch ein paar Sachen mitgenommen. Ich habe mir gerade... Die regen sich irgendwie ganz schön auf. Aber kann man wohl verstehen. Ne? Egal. Also wenn wir da nicht so gute schon... Verzauberungszustände hinkriegen, dann weiß ich alles. Im Endeffekt musst du ja benutzt ja die Bücherregale, damit du auf eine bessere. Also damit du besser verzaubern kannst. Ja, deswegen ja. Hast du deinen Raum mit 3x3 voll, kannst du auf Level 30 verzaubern. Du musst aber erstmal auf Level 30 kommen. Und ich nehme jetzt nicht zu viel mit, weil sonst habe ich gleich mein ganzes Inventar mit Bücherregalen voll. Ist ja auch noch. Ach, zur Not, ich habe auch noch ein bisschen Platz eigentlich. Also so ist das ja nicht. Ne? Wie im wahren Leben, Bücher kann man nie genug haben. Achtung, hier kannst du runterfallen an einer Stelle. Und da muss man mal eine Fackel hin, dass ich auch was sehe. Warum ist jetzt an einem Linksblock drauf? Adblock. Geht auch. Ich gehe mal draußen weiter. Ja, ich kümmere mich dann hier so ein bisschen um die Bücher. Vielleicht finde ich ja das, was ich meinte gerade. Mhm. Aber ist doch mal ganz interessant, was man hier so alles bei Minecraft findet. Eigentlich hatte ich ja vor, das nie so ein bisschen weiter zu verschönern und verbessern. Aber jetzt. Wo wir gerade schon mal hier sind und Engelchen das vorgeschlagen hatte, ja, habe ich mir gedacht, warum nicht? Gibt es keine Arena hier drin? Normalerweise gibt es das. Ja. Ja, ich guck gerade, also keine Sorge. Ach, Sorge habe ich eh nie. Oh, ich habe was gefunden. Mhm. Ich glaube, du legst dich gerade mit den Bibliothekaren oder was weiß ich noch mehr an. Ja, warum nicht? Oh, Sternlauch. Was? Stern? Sternlauch nennt sich die Blumenart. Achso, diese blaue. Ich habe eine Katze gefunden, überdimensional aus Wolle.
nicht kaputt machen, will ich unseren Zuschauern zeigen und ich will es auch mal sehen. Dann hätte ich es sowieso nicht kaputt gemacht. So. Warum die? Kann es sein, dass die mir einfach die Bücher klauen, die auf dem Boden liegen? Nein. Ja, gut. Weil da streift hier immer so rum. Also nicht, dass ich wüsste. So. Die droppen. Ja, gut. Die können auch beispielsweise Dings droppen, hier Totem. Achso. Wenn du runterfällst irgendwo, dann überlebst du. Ich bin ja nicht so der Fan von einfach alle möglichen Wesen umbringen, aber in dem Fall. Jetzt habe ich meinen Axt durch, ist auch okay. Brauche ich mit der Hand ab, fertig. Ja, ich habe ein Totem bekommen. Na, ist doch gut. Ein Totem der Unsterblichkeit beispielsweise. Das ist immer... Ja, warum auch nicht, ne? So. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles abgeholzt. So. Vielleicht kriege ich auch noch so ein Totem oder sowas von dem. Wenn du zu mir kommst, dann ja. Ich meine jetzt von dem. Weil der Kerl, der hier ist, von dem musst du schon nicht ankriegen. Was ist denn jetzt? Jetzt da eine Villager. Oh, egal. Diener. Was weiß ich. Kommst du zu mir? So, irgendwie habe ich heute mit den Laufen meine Schwierigkeiten. Ich habe doch mal Geiz getrunken. Ich warte hier hinten. Das war gleich. Ja, nein, ich weiß. So. Das war hier, wenn du hier hinter reingehst. Von hier aus reingehst. Da unten ist ein Diener und der müsste. Einfach runtergehen. Okay. Da müsste einer sein. Und der gibt. Also von dem habe ich gerade Totem bekommen. Jetzt mal mein Schwert in die Flosse. So. Hör mal, wo bist du? Da bist du. Ist aber ganz schnell, der Kerl. Bläh. Hast du aufgefallen? Ich gucke mal. Nee, ich hab den. Warte, du kriegst ihn von mir. Ich geb ihn dir. Ich würde sagen. Wo war es, diese Wollkatze? Genug Wollmäuse. Ja, danke, ich glaube, ich hab noch. Da geht raus. So, Katzenkopfmäßig. Mhm. Ja, gibt doch als Villager. Gemacht. Mhm. Das tun, aber da ist nichts dran. Das verehren die anscheinend. Also ich geh jetzt nach oben. Achso. Ja, warte, ich komm mit. Die verehren das anscheinend. Dann laufe ich mal ein bisschen schneller. Hast du denn sonst alle Räume gecheckt? Ja. Einen Raum suche ich noch, den habe ich noch nicht gefunden. Da, wo ich gerade war. Hier ist der Aufstieg nach oben. So. Oh, drehe ich ein Mummengelchen. Moment. Das meine ich ja. Daran erkennt man, dass man in einer sogenannten Mansion ist. So im Endeffekt nun wie so ein großes Haus. Hier. Ja, Landkarte, auch Bücher. Moment. Was hast du für mich? Der geht ja gar nicht weg. Wenn du möchtest. Nussmarkt. Ist eine Landkarte? Hier, wieder eine riesen Landkarte auf dem Tisch. Ja, ist unten auch schon ein paar Mal gewesen. Mhm. Aber guck mal, auf, hier ganz viele Bücher. Ja, ich muss aber jetzt nicht alle mitnehmen. Hier ist beispielsweise. Komm mal hier rüber, hier ist ein Huhn. Ja, warte, ich. Du brauchst nicht alle mitnehmen. Ja, alle nicht, aber ein paar. Ich geh dann schon mal weiter. Da ist da ja irgendwo noch was bei, was man gebrauchen kann. So, dann warte. So, wo bist du jetzt? Wo muss ich hin? Ach, hier ist ein riesiges Huhn. Ja, das meinte ich doch gerade. Hm. Oh, nicht schlecht. Was ist das hier? Oh, der hat eine Axt fallen lassen, eine Eisenaxt. Da ist sowas wie ein Schrein, Wohnzimmer, keine Ahnung. Das wäre ein gelber, gelbkragiger. Ja, ich guck gerade, wo der ist. Hier vorne. Der versteckt sich hier, warte. Ja, bei mir ist auch einer. Nee, jetzt, oh, die dämlichen Dinger sind so flink. Ich renne mal hinter ihnen ein, ja. Okay. Oh, hier sind ganz viele. Wir gehen gleich zusammen hin, Engelchen. Die machen ja eh nichts. Ah, hier bist du auch. Na, sorry, du. Ich bin
Stück weiter. Was haben wir hier hinten? Hier ein Raum mit Tischen. Mhm. Aber den Raum, den ich suche, habe ich noch nicht gefunden. Arena-Raum meinst du? Das gibt ja wirklich, da hast du einen Raum. Aber schön gemacht, finde ich. Das ist in der Mitte so mäßig mit Zäunen und mit Steinen, Ziegelstufen, Steinstufen. Vielleicht hier hinten der Raum. Da muss ja noch in die andere Richtung laufen. Denke ich mal. Ach nee, das ging gar nicht mehr. Das ging ja gar nicht mehr weiter. So, dann geht's hier vorne, wie gesagt, jetzt gehen wir hier rechts, genau hier. Hier sind ganz viele. Warte mal. Noch nichts machen. Ich habe eine Idee. Oh, warte mal, hier ist ja eine Treppe nach oben hin. Eine Leiter. Ich komme mit, warte. Interessant. Eine Kiste mit einem Eimer, mit einer Dings, mit einer Leise. Eisen, Redstone. Ja, Redstone wirstest du doch, glaube ich, mit Inventar gehabt haben, ne? Ja, ja. Aber ich habe noch ganz viel Platz für ganz viele Bücher eigentlich. Ja. Ja, jetzt habe ich wieder das übliche Problem. Hier hinter müsste, glaube ich, auch eine Kiste sein. Ah, nicht. Ist geschafft. Oder auch nicht. Das ist wahrscheinlich so das die Toilette von dem. Hi. Hi. Ich hau's auch gerade kaputt. Oh, der hat mich lang gelitten. Villager Massaker. Warum nicht? Wow. Ich hätte das Tablet umgekippt. Du hast das Tablet halt auch ein Stück weit vorne stehen, ne? Ja. So, aber nichts passiert, liebe Zuschauer. Ich lebe noch. So. Ich muss irgendwo noch einer. Hey! Ah, das ist noch einer. Wo ist denn hier rüber? Der ist durch. Der lotst sich gar nichts mehr. Da ist noch einer. Ja. Der rennt in deine Richtung. Ja, er will sie verstecken. Das Ende naht. Nee, jetzt bist du jetzt. Au. Entschuldigung. Na, du hast mich auch schon ein paar Mal. So. Krieg ich ein Engelchen. Wenn er mal in Richtung kommen würde? Der ist hinter dir. Warte, wo ist der hin? Hinter dem Gebäude. Du links, ich rechts. Rechts, ich links. Nee, ich bin schon da. Ich wollte ihn kaputt machen, danke schön. Bitte schön, du hast schon so viel kaputt gemacht. So. Ist aber noch irgendwo was. Warum schleichst du ihn jetzt? Ich lege mal die Sachen in hier rein. Ja, mach das. Kannst ja deine Schulkarbox nehmen. Oder kannst du erstmal deine Sachen auch bei mir reintun, so ist nicht. Nur wenn voll ist, ist voll, ne? Da ist unter den Tischen hier noch irgendwie was versteckt. Ach nee, das ist nur ganz normaler Teppich oder sowas. Da ist nie was versteckt. So. Geht's hier eigentlich noch irgendwo weiter? Achtung, jetzt bitte nicht bei mir stehen. Ich muss gerade meine Schulkarbox ab. Nö, ich stehe hinten ein bisschen entfernter. So. Hi. Hi. Nee, hier geht's immer weiter. Aber ich guck mal eben, warte mal, in dem Raum, ob es auch wieder so eine Zwischenwand gibt. Das hatte ich nämlich auch schon. Ja. Da gab es nämlich hier eine Zwischenwand irgendwie. Mhm. Deswegen guck ich das erstmal. Warte, ich guck auch mal was. Bau mir einfach mal ein Stück Holz ab. Ja, hier ist ein Zwischenwand-Engelchen, glaube ich. Warte, ich komme rüber. Oh, es ist ein Raum, der direkt dahinter lag. Weil hier ist auch eine Fackel. Darf man? Ja. Geh mal an der Seite. Ja, es ist ein Raum, der dahinter liegt, so wie bei mir. Na gut. Schade. Vielleicht hier hinter. Weil hier ist nichts mehr. Da rennst du schon rum. Da ist noch einer. Mann, sind die flink. Ja, ich bin jetzt anderen Weg gegangen. Ich bin aber auch hier aufgekommen. So.
du hingelaufen? Der ist draußen. Wo denn? So gucken. Da. Mir nicht in den Weg reinstellen. Da schießt er. Der ist durch. Hier waren wir noch gar nicht drin. Da ist noch einer. Ist er rausgerannt. Wohin gelaufen? Rechts oder links? Links. Rechts. Aber ist egal, mein Gott. Warte. Ist doch egal, wir müssen nicht hin. Hier steht er. Billardraum, wo das hier sein soll. Machen wir hinter hier die Tür zu. Da steht er. Geh weg. Ja, gut. Der ist zu flink. Was tut denn genau auf dem Tisch? So. Ja, hier sind noch mehr, aber ich habe jetzt keine Lust auf die Jagd zu gehen. Ja. Schade, dass wir den einen Raum nicht gefunden haben. Vielleicht ist der hier irgendwie drunter versteckt. Nee, es gibt da nur 3 Etagen. Aber wir haben dich gründlich genug besucht. Bei mir auf der anderen Seite schon, ja, ne? Ja, doch, haben wir schon. Sofort als erstes gemacht, stimmt. Ich gehe raus. Ja, die Monster nehme ich jetzt gleich an, Schalter. Oder warte mal. Was haben wir denn hier hinter? Hier ist auch noch was. Warte mal. Und? Hier sind Schienen. Das ist eine Bibliothekarraum, wo ich noch nicht alles abgebaut hatte. Aber wenn, dann baue ich hier noch die 3-4 Dinge ab und dann habe ich auch wenigstens alles abgeräumt, was abzuräumen geht. Mich kannst du gerade nicht sehen, weil ich gerade gesinkt bin, ne? Ja, von mir aus. Zur Info. So. Wenn ich schon Sachen sinnlos zerstöre, dann mit Stil. So. Kannst du ein Feuerzeug nehmen? Nein, mal Spaß. Hab ich nicht bei. Oh, Spaß. Ach, bist du eine Etage tiefer? Ja, sicher. Ja, du gut, komm ich auch runter. Ja, aber weiter geht's leider nicht. So, dann gehe ich jetzt raus. Sein. Nein. Dann gehe ich jetzt raus. Ja, gut. Baum, 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 Baum. Ich bin jetzt auf ein Bäumchen. So, ich jetzt auch. Ist über mir was? Ach hier. Ja, Baum. Aber das ist schon ein Riesenkomplex irgendwo. Meine Güte. Wenn man sich mal berechnet, das Ding ist auch 5 bis 6 Blöcke hoch, jeder Raum. Ja. So, dann stelle ich erstmal kurz was ein. Nur wird es auch düster. Nee, hell. Also sind wir hier im Düster bald. Nein, es wird hell. Ach so, hast du umgestellt, dass jetzt hell wird, oder wie? Ja, sicher, muss man doch machen. Nee, ich wollte aber, dass das hell wird. Aber wir müssen jetzt sowieso die ganze Fläche wahrscheinlich. Das ganze Ding, jetzt trinken musste. Monster sind jetzt wieder eingestellt. Na gut. Wir müssen jetzt sowieso gleich wieder zurücklaufen. Warte mal, Engelchen, guck mal da oben. Siehst du das? Was? Auf der Menschen. Ist oben noch unter dem Dach. Ja, da waren wir schon. Ach, das war das eine, wo ich die Leiter hochgegangen bin. Genau. Nein, das war das, wo wir an der Seite hochgegangen sind, wo du den Diener umgebracht hast. Ach so. Da war das. So, ich sammle jetzt noch ein bisschen Schwarzeiche, was ich jetzt gebrauchen kann. So also ein Stack mindestens. Ja, und ich komme den Rest. Mit. Ich bewache dich. Und für den Rest habe ich ja ein paar Setzlinge mitgenommen. Ja, gut. Fast ein Stack. Dann bauen wir noch mal irgendwann eine Baumfarm und dann passt das schon, ne? Ich baue ja immer wieder zwischendurch oben an der Schlucht immer Bäume an. Ja, es ist mir schon aufgefallen. Die ich auch abbaue. Von denen ich mich auch ab und zu mal bediene. Darfst du ja auch. Solange die Setzlinge fallen und du wirklich, sag ich mal, die Setzlinge wieder setzt, ist das alles kein Thema für mich. Ich widersetze mich den Setzlingen. So. Ah, nein, das ist,
Wie gesagt, solange du im Endeffekt sagst, okay, ich benutze es mit und ich setze die Setzlinge neu an, sodass wir keine schieben müssen. Das möchte ich eigentlich nicht, weil das ist nicht der Sinn des Spiels. Ja, der Sinn des Spiels, genau. Es ist halt nicht der Sinn des Spiels. Dass man halt jedes Mal alles cheaten muss, nur weil man es nicht hat. Das ist nicht der Sinn des Sinnes. Im Sinn des Sinnigen. Wie auch immer. Kannst du auch einen Baum abschlagen, wenn du möchtest. Ja gut, ich habe jetzt zwar keine Axt mehr, aber... Ach so, ja, dann lass. Ich habe jetzt gedacht, du hättest noch einen. Ja, dann lass. Dann ist okay. Aber ich habe Bücher. Ich kann lesen. Du kannst lesen. Lesen bildet, stimmt. Ja, lesen gefällt die Verblödung. Ich sag's immer wieder. Kommt immer drauf an, was man liest. Oder? Genau. Dann beobachte ich dich mal kurz. Ich bin fertig. Ich muss jetzt erstmal die richtige Richtung finden. Welche Koordinate willst du als erstes laufen? Die X-Koordinate oder die Z-Koordinate? Was ist einfacher? Ich glaube erst die X. Ich laufe schon mal. Zum Wasser. Ja, ich komme sofort. Ich bin im Wasser. So, erstmal gucken, wo dein Name ist. So. Wasser. Ja, danke. In dem Wasser. Ja, aufheben. Alles, was ich gerade ab... Ach so. Muss ich gerade abhauen. Aufheben. Warum haust du denn ab? Ich hau nicht ab. Also, weil ich gerade abhaue. Wesens habe ich mal keinen Bug. Ein Wunder. Ja, ne? Normal habe ich doch immer sofort... So, und jetzt bitte alles, auch was unter Wasser ist, aufheben. Das kann ich besonders gut. Runter aufheben. Ja, ja, ich gehe schon auf die Knie. Du müsstest einmal nach vorne gehen. Mach ich gerade. Da, bitteschön. Jo. Da ist noch was. Ich weiß. Ich schnüffel. Brauchst du doch für das Nilschutz. Ich schnüffel wie ein Spürhund über ein... Na gut, jetzt atme ich mal ein bisschen. Hier ist auch noch was, warte hier. Und was im Inventar gehabt. Genau. So, unser gehen. Nils möchte hier ein Ziel. Du hast es nicht aufgehoben. Das liegt ja immer noch. Ich sehe nichts. Hinter dir. Da raus. Ach, da. So, danke. Hier ist auch noch Zeug zum Abbauen, glaube ich. Ja, dann lass uns aber jetzt erstmal nach Hause. Ja, gut. Wo bist denn du? Ach, da. Ich mache uns auch mal schnell schwimmen. Ja. Ich hatte jetzt auch keine Lust mehr. Also wir gehen jetzt erst zur X-Koordinate, das sind ungefähr 600 Blöcke. So. Kommt gut mit 6 Potatoes loszulaufen. Ja. Gut gebraten, ne? Ich glaube, ich habe aber auch noch was zu essen bei. So ist das nicht. Außerdem, du kannst doch jedes Mal... Oh, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Ich auch nicht. Hi. Oh, X-Ray. Ah, Spinne. Kisten. Wir sind hier unter Mine anscheinend irgendwo. Ist hier unter uns. Siehst du es auch? Das ist ein Ladefehler. Ja. Macht nichts, ist aber auch mal interessant. Auf gut Deutsch, wir könnten eine Mine besichtigen. Nö, muss aber nicht sein. Nein. Also eigentlich so lange brauchst du eigentlich nicht, bis es hier erstmal. Kann ich abbauen. Vielleicht musst du auf Kreativ einmal gehen. Nee, nee. Dann gehe ich halt hier lang. Ja, warte, ich versuche dir zu folgen. Wo bist du denn? Ach, da hinten bist du. Ja, warte, ich gehe mal. Pferde. Versuche mal um diese Bergschlucht, wie auch immer, drum rumzukommen. Wäre eine Idee, ich gucke gerade mal, läuft mich hier irgendwas an? Nein, gut.
Ah ja, danke Engelchen. Bitte. So. Pferde. Jo. Zossen, wie man auch sagt. Oder Gäule, wie auch immer. Ja, aber warum ist der Trunk nicht lädt, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, aber wir werden trotzdem mal weiterlaufen. Jo. Aber ist mir interessant so, warte mal, ich guck mal kurz hier runter. Ist interessant, ne? Interessant ist es. Ja, ja, deswegen ja. Und das passiert mir momentan jedes Mal, wenn ich Minecraft spiele. Hier unter dir. Das passiert mir momentan jedes Mal, wenn ich Minecraft bei Xbox spiele. Ja. Unbewusst sehe ich das halt. Ja gut, im normalen Fall wäre das, glaube ich, sogar regelwidrig. X-Ray. Ne? X-Ray. Aber ich kann nichts dafür. Das habe ich schon mal so mitgekriegt. Ja, aber ich benutze es ja nicht, um Diamanten zu finden. Ja. Das ist der kleine, leichte Unterschied. Der Schied, der untere Schied. Ja, auf jeden Fall sind wir hier schon mal gut weiter. Mhm. Also ist das Abenteuer heute, die Folge heißt Die Menschen. So, das habe ich mir jetzt überlegt. Und wenn das gleich von der Zeit her ein bisschen überschreitet, dann muss ich gucken, dass ich uns dahin teleportiere. Ich kann auch zur Not... Ich weiß leider nicht, welche Höhe. Ich habe die Höhe jetzt nicht aufgeschrieben. Ich kann zur Not auch... ja, oder sterben. Doch... Wir behalten ja unseren Inventar. Ja, muss aber nicht sein. Nee, ja, ich wollte gerade sagen, wir könnten aber auch... Ich könnte hier auf Pause drücken, kurz die dann weiterlaufen im Off. Aber das ist ja wieder beschiss, das möchte ich ja auch nicht. So, zu 1800 ist immer okay. 949 bin ich schon, 950. Ja. Ja, ich muss so ein bisschen zickzack laufen. Und zur Not, du kannst uns immer was gebratenes. Oh. Was denn? Da möchte ich nicht runterfallen. Mach jetzt keinen Mist. Deswegen ja. Ist nicht unsere. Ist das ein Schaf da unten oder ein Huhn? Huhn. Nee, egal. Huhn und Schankfehler. Nein. Ich hab kein Dings mehr. Hast du noch irgendwie Erde? Warte mal, ich habe hier... Schmeiß mir Erde zu, bitte. Habe ich nicht, aber dafür habe ich noch Schwarzeichenholzbretter. Ich habe... Doch, Erde habe ich auch. Fünf Stück. Dann platziere da mal die zwei, die da fehlen, oder drei. So. Schön gesneakt bleiben und dann... Ja, ja. Passt doch schon. So. Was? Moment, das können wir abbauen. Ja, renn auch noch Engelchen. Zu mir immer was, aber selber. Dann geh auch mal, nicht, dass ich dich hier aus Versehen treffe. Mach oder nicht, ich laufe. Na, hier müssen wir ein bisschen zusammenbleiben, ne? Gerade hier in dem... Ich habe auch mein Schwert schon in der Hand. Ja, ich die ganze Zeit auch schon. Ich wünsche, ich hätte den Dreizack in der Hand, da würde es mir noch sicherer gehen. Ich habe meinen Dreizack dabei. Mal wesentlich etwas. Kann ich dir zum Mut geben? Oh nein, noch ist alles okay. Dreizack immer erst dann benutzen, wenn... Oh, hinter dir. Jetzt vor mir. So. Brennt er. Ja, ja. Warte mal. Vielleicht kriegen wir was Schönes von den beiden. Beiden? Dann geh weg. Ja, ja. Gesundheit. Entschuldigung. Nö. Was ist das verrottete Fleisch? Ja, das brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, so sinnlos. Ich meine, bei Hex, bei wo ich auf dem Server, wo ich spiele, benutzt man das, um Leder herzustellen. Also kann man Leder herstellen. Ja, liebe Zuschauer, schickt mir alle eine gute Besserung, Engelchen. Oder Gesundheit, Engelchen oder sowas. Wenn sie mich schon hier vollrotzt und vollschnollert. Ich bin nicht krank. Also nicht in dem Sinne. Dass ich erkältet bin oder so. Ich bin nicht krank, nein. Ich bin nicht erkältet. Mein Arzt sagt auch immer, ich bin nicht krank. Die Stimmen, die ich höre, sind normal. Nennt sich Radio. Ach. Ich bin nicht erkältet, das liegt am Staub wahrscheinlich. Ja, so verstaubt bin ich dann immer nicht. Ich könnte langsam mal was essen, glaube ich. Warum? Du stehst in mir. Danke. Bitte. Du standest in mir. Deswegen ich würde ja jetzt sagen, ich wollte schon immer mal in dir stehen, aber naja. So, 19 Kartoffeln habe ich erstmal gegessen. Wenn du ein paar Kartoffeln raus, Engelchen, Mund aufmachen. Ich fütter dich. Gut. Das ist okay. So, wo bist du jetzt? Gegenüber von mir? Dann muss ich jetzt mal hier gucken. Dann muss ich gucken, ich hab Punkt gebaut. Da. Hoch, hoch. Dann. Bist du hinter mir? Hopp. Hopp. Hopp.
habe. Muss ich gucken, ich habe da hochgebaut. Ja, muss ich jetzt hier hochgehen. So, und dann hier. So, genau. Da sind wir. Wie viel Tenakt ist das jetzt eigentlich? Nicht, dass wir gleich Überraschung von oben kriegen, Engelchen. Deswegen sollten wir uns beeilen nach Hause, ne? Hui. Bin jetzt so, extra ein bisschen vorsichtiger gegangen. Ach ja, richtig schön hässlicher Sumpf. Mhm. Soll mich nicht wundern, wenn wir dann Hexen und sowas begegnen. Die sind ja meistens vorsichtig, im Sumpf. Ich fall so runter. Ah ja. Ich gehe hier lang. Ja, ich. Ist das eine Spinne? Ach ja, Schwert. So. Ach, ich sehe auch. Warte mal. Hier gerade was? Eine Spinne. Achso. Eigentlich hätte ich. Ich kann mich ja auch irren. Schieße. Also haben wir hier richtige Monsterparty wieder. Mann, wenn ich sterbe, dann kann ich dich ja schneller teleportieren. Stimmt. Ich hoffe nur, dass. Aber herausfordern tue ich es trotzdem nicht. Nee. Und ich hoffe mal, dass der Akku hält. Da oben ist ein Creeper. Nee, jetzt ist er hier oben. Hat er dich erwischt? Nö. Ich bin nur ein Stück geflogen, aber sonst geht das. Mich hat er nicht erwischt. So. Achtung, Zombies. Muss so ein Spawner sein. Normal würde ich mich jetzt mit allen anlegen, aber. Mist, ich verliere den Überblick, wo ich lang muss. Oh Gott, du siehst das auch noch. Ja, da wird dann wahrscheinlich wieder ein Fehler drin, ein Bugfehler oder sowas. Nö, ich nicht. Ja. Na gut, wenn ich sterbe, dann passiert das halt. Du hattest ja gerade den Bugfehler ja auch noch nicht. Ne? Hm. So, erstmal Luft. So, wo bist du? Ich bin am Wasser. Also im Wasser. Oder? Ja, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich über Wasser. Ach, dahin bist du. Muss ich mir sagen, woher du schwimmst. Weil ich kann es ja nicht riechen. Zur Koordinate 1800 schwimme ich gerade. Ja, gut. 1400 sind wir schon. Mhm. Ist ein langer nach Hause Weg diesmal. Liebe Zuschauer, es tut mir leid, aber wir werden den Weg bestreiten. Ja, ich könnte aber jetzt uns teleportieren, aber ich habe vergessen, die Höhe aufzuschreiben, beziehungsweise die Höhe ist ja eigentlich ziemlich unwichtig. Ja. Wenn du kreativ dich irgendwo hin teleportierst. Hm. Du bist jetzt vor mir unsichtbar geworden, das ist kein gutes Zeichen, oder? Ach, jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du wieder unsichtbar. Jetzt bleib ich mal stehen. Jetzt haben wir wieder das Problem mit dem Wasserbug bei mir. Was denn? Ich sehe schon wieder Sandinseln vor mir. Ich gehe mal auf eine Sandinsel. Da bist du doch, hier. Wo? Ach, da hinten bist du. Ich kann gerne einen Moment auf dich warten. Ich habe kein Problem mit. Bin ich jetzt direkt hinter dir? Muss ich mal gucken, wo du bist? Nee. Weil ich bin jetzt genau hinter dir, bei mir jetzt gesehen. Sonst müssen wir gleich gucken. Dann teleportiere ich mich gleich eben. Ja, dann machen wir besser ein TP. Weil. Dann will ich aber erstmal wenigstens aus dem Wasser raus sein. Hm. Schwimm einfach zur Koordinate 1864. 1864, mhm. Gut. Und ich schwimme auf die Insel. Und TP mich eben. Ich muss erst den Kreativ anmachen. Beziehungsweise, weißt du was, wir machen gleich an. Nee, das geht ja nicht. Ich muss den Kreativ anmachen, wie bei dem. Ja, das. Nee, nee. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Welche Höhe ist denn unser Haus? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, also ich weiß das nicht aus dem Kopf. So, jetzt bin ich am Ende der Welt angekommen. Jetzt habe ich hier unter mir, jetzt sehe ich wieder gar nichts. Jetzt habe ich X-Ray. Ja, ich mach schon. X-Ray ist tot. Also bitte gleich kein. Gleich anders, bitte kein Kreativ. Ist hier ein Wasserhöhle? Achso, jetzt sehe ich wieder alles. So halbwegs. Und das Lava. Du hast jetzt auch Game Mode, aber Sand. Nicht ausnutzen, bitte. Nein, nein. Ich gucke gerade mir wieder was an. Teleportieren, wer? Hier ist eine richtige Lavahöhle unter Wasser. Männchen. Hä? Was geht's los? Zur Koordinate 1800. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich gerade bin. Ich hole dich gleich noch, alles gut. Das ist jetzt kreativ, ne, oder? Ja, aber nichts machen.
Nächstes Mal darfst du mich auch vorwarnen, Engelchen. Ich hab doch gesagt, bitte mach nichts. Ja, weil, mir gerade so unter schön das Ding anguckt und auf einmal. Oh. Bitteschön. Dankeschön. Bis bei mir. Bis auf dem Dach. Okay, weil ich habe unter. Ich lebe ja alles durchsichtig. Sie hat uns mal ein paar Fackeln und das war's. Wir haben hier einen ganz bösen Bug drin, Engelchen. Einen ganz bösen. Ich kann es nicht ändern. Irgendwie zeigt er mir jetzt die Luftblasen, da ich unter Wasser wäre. Ja, muss ich wahrscheinlich mal eben kurz rausgehen. Ja gut, ich pausiere mal eben. So, ich versuche mich jetzt wieder reinzufuchsen. Ja, ich bin unter Wasser. Du bist nicht bei mir, ne? Nein. 1800 oder wo bist du? 1511. Ich hol dich, warte. Warte, ich muss mich erst ein Stück. Ich schwimme erstmal auf Insel. Das war das, was ich eben schon vermutet hatte. Ja, ja, das hatte ich auch schon. Wer, ne? Tango, wohin, Engelchen? Blop. Okay. Wieder alles durchsichtig bei mir? Ah, jetzt lädt's. Hi. Hi, danke, Engelchen. Bitte. So, sind wir doch wieder angekommen. Gott sei Dank. Ich lasse die Tür jetzt offen. Kannst du mal. Ich helfe dir mal mit. Ja, ich gehe nach hinten, mach den anderen großen kaputt. Stellt euch doch einfach mal in eine Reihe auf, wie wir das. Obwohl, schlage ich den ja immer wieder vor, ne? Ja. Machen die aber auch nicht. Das sind Lümmel. Genau, dies Jahr Karneval. Ich verkleide mich als Slime. Was hältst du davon? Von der grünen Kiste umschneiden. Lieber dimensionaler Slime. Ja, von der grünen Kiste umschneiden. Nein. Davon sind noch Slime Balls. Die machen mir nichts. Slime Balls. Tschüss. Gut, hättest du jetzt Big Balls gesagt, hätte ich was anderes gesagt, aber da das ist eine andere Sache. Ja, wo steigst du denn aus? Lager. Lager? Lager, ja. Lager. Bin schon draußen. Mit du Lagerarbeiter. Dürfte die richtige Höhe sein? Jo, habe ich ja mal recht gehabt. So, dann stelle ich eben mal meinen. Jo, das war sehr originell, den so hinzustellen. Kann nicht jeder. So, dann packe ich alles, was ich bei mir in dem Ding habe. So. So, so, so. Nee, warte mal, ich kann da mit drauf. Ah, 1, 2, 3, 4, 5 Stacks Bücher. Ich habe 2, knapp 3. Stacks oder? 2 Stacks komplett und dann nochmal 58. Nur schade, dass da keine verzauberten Bücher bei sind. Das sind nie. Ach so. Ja doch, wenn du um diese Arena nur die Arena dabei hast, eventuell. Mhm. Ist halt immer unterschiedlich aus Drohnen. Mein Gott, das ist halt ein Überraschungspaket. Totem der Unsterblichkeit. Wie, pack ich bei Mob-Sachen rein, Mobs. Mobs-Bomb. Wie so. Kann ich die Dinge anwenden? Ich glaube, du musst die halten. Wenn du runterfällst und weißt, beispielsweise 45 Block tief, dass du überlebst und ich muss es nachteilen, dann überlebst du, aber dann ist das Totem auch weg. Ach so, also wird es dann eingetauscht praktisch? Ja. Mhm. Die Smaragde auch bei Mobblut rein? Nein. Oder? Mich so. Die Smaragde, ich glaube, dafür habe ich noch gar keine Kiste. Na dann. Doch, das kommt oben rein. Die sieht Nara. Granit. Setzlinge. Baumsetzlinge. Da kann ich ja was reinsetzen. Da habe ich mir auch ein paar Sachen gesichert. Die Bücher. Baumsitzlinge habe ich auch noch ein paar. Ich glaube, ich baue die Bücher mal oben im Raum. Oder wir bauen einen neuen Raum extra für die Bücher. Was hältst du davon? Nee. Ich habe die Bücher, glaube ich, nur ins Raum eingepackt. Darum ja. Die Erde kommt hier unten rein. Ich muss halt gucken. Das, was einsortiert ist, steht eigentlich überall dran. Holz. Das ist gut, Holz. Und bitte so einsortieren, wo es reingehört, ne? Ja. Also eigentlich ist es alles so. Auch Holz. So. Holz ist Holz. Ist Holz. Das gehört aber dahin. Du hast halt Holz. Holz ist Holz. Stufen sind separiert, ne? Nee, die sind auch da drin. Holz. 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 Ich pack schon alles. Tür ist auch aus Holz. Ja, die Tür gehört da nicht rein, beispielsweise. Ist Holz. Ja, ich habe aber oben noch eine zweite Truhe mit Holz. Ton.
Ja, Ton brauchen wir für das Dach vom Nilshus, ne? Ja, aber da musst du noch mehr sammeln. Ja, können wir. Damit nicht zurechtkommen. Was haben wir denn jetzt hier? Glas, Sand. Seetang. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall mal eine Übersicht machen. Die Bücher kommen hier oben rein. Hm, wo? Die da, wo ich gerade dran bin. Da kannst du die Bücher reintun. Ja, gut. So. Das war's, glaube ich, an Büchern. Hier. Ups. Ne, Bücher. Ja, ich versuche auch schon ein bisschen Deutsch da drauf zu schreiben. Bisschen Deutsch? Deutsch. Deutsch? Welchen Deutsch? Deutsch 200er? Nein, ich versuche wirklich da schon, dass das in Deutsch steht. Ich guck nach da. Jetzt könnte man sagen, was für Deutsch? Altdeutsch, Moderndeutsch, Plattdeutsch. Dann habe ich noch Blumen da oben. So, ach, da ist schon was drin, Steine. Glowstone. Stein ist voll, Stein ist noch mit rein. Hier vorne, die nehme ich jetzt da. Da ist der Werfer drin und. Tu erstmal hier vorne rein. Was nicht einsortiert ist, kannst du hier vorne, da wo ich jetzt gerade an der Truhe, wo ich stehe, reinpacken. Hier ist 48, habe ich gesehen. Redstone, die Smaragde. Redstone, Smaragd ist oben. Typisch Engelchen. Hier ist irgendwas so eine Holz. Eine Schurke. Obwohl die Schurke, die kann die ich nicht. Die Schurke packst du oben wieder rein. Dann ist hier noch Saat. Aus nachgucken. Ja, das war's eigentlich großartig. Ich glaub, das habe ich bisschen auch mit hier reingetan. Gut, dann bringe ich mein. Habe ich jetzt hier noch was? Ach, ein Ei. Ja, komm, das Ei kommt hier unten hin. Oh, du hast Redstone verloren. Oh, du blutest, eins von beiden. Nee, ich hab's aus Versehen gesetzt. Warte, ich komme sofort mit nach oben. Ja, gut. Holz. Das Engelchen, das Holz. Das ist eine Holzlatte. Ich wusste jetzt nicht, was ich hier schreiben soll. Deswegen habe ich einfach nur Holz geschrieben. Dann weiß ja jeder, dass Holz drin ist in der Kiste. Ja, ist doch in Ordnung. So, du machst die Tür zu, bis er weg ist. Eben hoch der dort auch. So. Der mal hoch. Und das Redstone und das Eisen hin rein beziehungsweise. Jetzt könnte ich doch eigentlich auf diesen Rüstungsständer, den ich hier habe, auch diese Diamantplatte, obwohl die wollte ich erst verzaubern, ne? Ich pack's erstmal da drauf. So, mal gucken, was das magische Buch so alles sagt. So, erstmal muss ich das Ding ablegen, glaube ich, ne? Sollte man. Auf. Na, komm. So, was haben wir denn hier? Dornen 1. Schusssicher 2. Dornen ist super, weil sobald du einen Gegner hast, der auf dich zukommt, kriegt er sofort Schaden. Und Dorn 3 ist wohl noch besser. Und dann Explosionsschutz 4. Ja, aber Explosionsschutz macht, glaube ich, mehr auf. Wegen Creeper. Wir müssen hier den Raum vergrößern unbedingt und noch mehr Bücher dahin packen. Schade, Level 30 brauche ich für Dorn 2. Ich habe Level 22. Schusssicher und Haltbarkeit. Ne? Haltbarkeit möchte ich nicht. Ach, wir können ja ganz schnell hier Dinger farmen. Brauchst du eigentlich normalerweise Quarz. Ja. Aber das im Moment leider nicht funktioniert. So, wie kriege ich jetzt das Schild hier auf die Anlegen? So, da haben wir es doch. Bleibt doch. So. Jetzt habe ich ja schon fast eine komplette Rüstung zusammen. Jetzt fehlt nur noch Hose und Schuhe, glaube ich. Ne? Wir haben ein bisschen Diamant, aber das sind 18, 19 Stück gerade mal. Ja, dann müssen und für wir eine komplette noch Rüstung brauchst du, ich glaube, um die 30, 40. Ja. So, ich würde aber auch sagen, wir beenden jetzt die Folge. Wenn du eine Hose machst, 1, 2, 3, 4,
7. Ich guck mal raus, was da ausschaut. 1, 2, 4. Ja, ausnahmsweise kein Regen. Ist ja was ganz Neues hier. Und überhaupt wieder Slams drin. So. Ja, ja, ein großer 12, und ein kleiner. 12 und 7 sind 19. Krumme Zahl sind das. 24 brauchst du normalerweise. Für eine komplette Dia-Rüstung. Ja, so viel haben wir noch nicht. Dann müssen wir. Ja, gut. Müssen wir trotzdem mal ein bisschen noch was machen. In der Richtung. Was ich mal super gerne auf Schuhe mache, also auf Stiefeln mache ich ganz gerne Wasserläufer. Das weiß ja schon jeder. Das hast du schon so oft in den Folgen jetzt schon gesagt. Wasserläufer ist echt der Hammer. Hm. Also man läuft wirklich schneller über das Wasser. Definitiv. Ja, doch Vorteile. So, Engelchen, ich würde sagen, wir haben jetzt bestimmt. Ich guck mal. Gesetzt. 55 Minuten. Hey. Gut, dann haben wir heute eine Doppelfolge, kann man sagen. XXL-Folge, ja. XXL-Folge, genau. Die zum Menschen. Wochenende hin. Zum Wochenende hin. Und den Livestream gibt es natürlich auch via Samstag, also morgigen Samstag. Wir sind ja heute schon. Wir sind heute noch bei Freitag. Genau. Obwohl es heute erst Donnerstag ist. Das muss man sich mal vorstellen. Gut, 21.30 Uhr. Heute sind wir sehr früh unterwegs. Aber wir haben auch schon dafür Engelchen. Oh. Liebt. Tengu LP. Ja, wie Fleift. Fleifbig, ne? Genau. Alles klar. So, liebe Zuschauer. Wir sagen dann mal bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Und tschüss. Ui, 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 Feuer und Flamme heute. Ja. Wie das die Blut abfackelt.